Es ist die Reise mit Mona, der Astereologin. Oh Gott, Alter. Ach, egal. Ja, lacht mich ruhig aus. Das ist wie mit Regisseur. Boah, jetzt habe ich es geschafft beim ersten Mal. Neulich war ich bei Regisseur. Ey, ich glaube, ich habe es fünfmal aussprechen müssen, bis ich es richtig hatte, weil ich war nach der Scheiße. Was ist los, ey? Ach stimmt, den Typen gibt es auch noch mit dem Schatzzeug. Da habe ich aber alles ausgegeben, alles gekauft, alles. Leer gekauft habe ich in den Hund. Wo ist denn da ein Steintor? War da ein Steintor? Sind wir an einem Steintor vorbeigekommen? War doch auch keins. Auch auf dem Weg daher war keins. Kommt da noch eins? Ich wüsste mich nicht, auf welchem Steintor die labert. Sprich mit Mona, während sie sich ausruht. That was tiring, but we're finally in Mondstadt. Ja, aber nur außerhalb. The quest to plumb the wondrous depths of knowledge is indeed arduous. Paimon's not tired. That's because you float. Well, it doesn't look like an astrologist is all that amazing either. That's because you have too many unrealistic fantasies about astrology. Are you also resting your feet here? Tyler. Who are you? Oh, my brothers and I are all merchants. We just finished doing business in Liyue, and we're preparing to head back to Mondstadt. Die schauen irgendwie zwielichtig aus. You look rather tired. The cart we hired will be coming in a while. What say you to coming along for the ride? Wird das was kosten? No need, no need. Ach, Ivo. We're already heading that way anyway. Also sorry, jetzt muss ich mal ausnahmsweise mal wieder diese alte Kamelle auspacken. Alter, wer zur Hölle macht die Übersetzung? Ich weiß, ich habe mich schon 20 Mal in dem ganzen Spiel, in dem ganzen Let's Play drüber aufgeregt. Aber es gibt so viele Varianten, das auszudrücken. Keine Sorge oder so, das wird es nicht. Oder was da geil, oder übersetzt es so, wie der es gesagt hat. Aber doch nicht, Ivo, nee. Genauso wie das vorne mit Klappe zu, Affe tot. Alter. So, weiter geht's. There's no need. Now shoo, get out of our way. Miss, is there something wrong? Cease your pretensions, bandit. Oh. Picking up people on the road who appear vulnerable, robbing them blind once they've gotten on the cart, and then taking them to some Archon-forsaken place. Is that your deal? What are you saying? We came over here to make conversation, and this is how we're rewarded? With, if you don't want to get on, don't. Crazy girl. Well then, shall I tell you now which objects you have on you that are stolen? If you have any quibbles, we can bring people to corroborate what I've said and all will come to light. If I lose, I'll pay you 20,000 mora. But if I win, then you'll be eating prison rations in Liyue Harbor tonight. How about it? If you're real legitimate businessmen, there's nothing to fear, is there? You... You... Ooh. You've pushed it too far, brat. I don't know how you found out, but as long as we get rid of you, no one will have to know. Ich werde nicht zulassen, dass ihr etwas tut. Don't fret, it's just a few bandits. You said earlier that there was nothing amazing about astrologists. Well then, this is a good time to show you what your master can do. Spiele ich jetzt mit ihr? Oh ja. Written in the stars. Hier, bitteschön, friert mal ein bisschen. Hä? Alter, die stehen halt jetzt wirklich alle genau. Voll drauf hat die Mona, wie es halt echt rausgefunden, dass es Banditen sind. Die waren aber schon sehr zwielichtig, muss ich zugeben. Aber nachdem wir wissen, wie die
wie die Mona drauf ist, dachte ich jetzt, Alter, die ist einfach nur unfreundlich. Danke. Kommt noch mehr? Hä, hey, Scheiße, wo kommt jetzt ihr her? Did that satisfy your expectations? Dein Kampfstil ist beeindruckend. Such things are elementary for an astrologist. Lies are worthless before astrology. Destiny and truth are written in the stars. Though it may take more time to garner the specifics, I can read the gist of a situation at a glance. But you did hit some bumps in the road. That's because Teyvat's stars can only display the fates and truths of this world. Anything related to you becomes like a fog that even I cannot penetrate. That is why I must meet that successor. With our knowledge combined, I might be able to gain new insight into your fate. Ich bin schon ganz aufgeregt. Whatever the case, you've got everything to gain from this trip. All right, I'm rested. Let's get this journey to Mondstadt over with. If only we had a cart. I thought you weren't tired. Okay, müssen wir jetzt ganz bis nach Mondstadt? Erreiche Mondstadt. Boah. Nee, sorry, da laufe ich jetzt nicht, ey. So mal 500 oder 600 laufen ist in Ordnung, aber 700? Da baue ich mich lieber hin. Ihr könnt mich. Also. Die da drin. Sag ich immer dazu nicht, dass mal einer auf die blöde Idee kommt, dass ich ihn meine. Na, vielleicht meine ich doch ihn. Wer weiß das schon? Niemand. Niemand wird das wissen. Niemand. Setz schon bitte. Achso, ja. Don't shame your master now. We're about to meet that successor. Du weißt schon, dass ich nicht aus den Sternen lesen kann. I guess. Wait, no. It won't do if you have no idea at all, even if you are a fake disciple. We have a rule that forbids us from teaching outsiders, but I suppose I could teach you. My astrology is based on hydromancy, and as the name suggests, I use the reflections in water bodies to observe the true starry sky. Allow me to demonstrate. Watch closely now. From the present station and movement of the stars, I see. So that successor is a young, female, Knight of Favones. Ein junges Mädchen? Die Jeanne? Nee. Doesn't that sound like Lisa? Oh ja. We will meet her here presently. Well, that's all the information we need. Ich konnte noch gar nicht sehen. It seems that even basic astrology can't be grasped in one go. Never mind, I'll explain in detail later. She's here. Wow, it's you, Mr. Honorary Knight. And Paimon, too, you're back. Klee? That's her. The successor to great knowledge. Du meinst Klee? Successor? That's right. I am the astrologist who has plumbed the depths of the ocean of stars. Surely you have long calculated my arrival as well. An ocean of stars? What's that? Does it have fish in it? Fish? No, don't play dumb. Is this some kind of game? I should be the one saying that. I didn't get what you said at all. Das führt doch zu nichts. But my predictions can't be mistaken. Well, let's make sure. Your mother's name is Alice, isn't it? That's right. Oh, so you're mommy's friend. But she's gone very far away. My readings told me as much. But before she left, she must have imparted her mystical arts to you, surely. Mystical arts? I don't get it. Mommy only taught me to make jumpy dumpties. Jumpy dumpties.
So Klee's mother is the friend and rival of Mona's teacher? Yes. As well versed in astrology as she was, my master knew only astrology. Alice, on the other hand, was skilled in a great many other mystical fields. Well, Klee's so young. So even if she'd heard this deep knowledge, she might not have understood. Yes. It seems she has inherited the blood, but not the knowledge. What a miscalculation. Yes. So before Alice left, did she tell you about a 50-year agreement and about a certain box? Oh, I know this one. So you're here for that box. I'll look. Wait here. Not this one. Or this one. No, it's not this one either. Ah, I remember now. I buried it together with my new treasure at Windrise. Das wird doch nicht wieder eine Pompe sein. Wait for me. I'll be right back. Klee, don't just run off. Don't you need the things in your pack? I'll help her pack these things back in. You go after her. Looking at how rash she is, I worry for the box. Du wegen der Kiste? Wie sie ihr Zeug halt da auspackt und einfach liegen lässt. Ich grüße mal schnell hoch und lass meinen Scheiß hier liegen. Ach, die Klee ist einfach zu cool. Als Charakter mag ich sie also von ihrer Art her. Wie sie kämpft, mochte ich jetzt nicht so. Vielleicht hätte ich mich auch ein wenig einarbeiten müssen, aber es war jetzt nicht so mein Fall. Au! No rest for the wicked. Gibt es da eigentlich auch irgendeinen Schaden? Supraleiter. Oh ja, tatsächlich. Ich war mir mal nicht sicher, ob Eis und Blitz irgendwas voneinander machen. Oder jedenfalls nichts Starkes. Was mache ich eigentlich? Achso, ja, ich soll zu der Kiste. Sie jetzt schon wieder? Oh, ich hasse euch wie die Pest. Wisst ihr das? Verdammte Drecksviecher. Ja, warte mal, war da noch was? Schleim auf Sonntag. Ach fuck, ich dachte, die geht von alleine weiter. Wo stehst denn du hier mitten im Nirgendwo? Helen? Das macht mich gerade wegen. Reisende, was machst du hier? Ich suche nach Matsutake. Habt ihr noch nicht genügend? Hab aber noch nicht genügend. Könntest du vielleicht helfen? Ich brauche noch einen Matsutake. Gar kein Problem. Bla bla bla. Ja, sieh her. Was ist los? Oh. Boah, was? Was hab ich jetzt da alles gekriegt? Das ist ein Witz, oder? Ihr verarscht mich doch gerade. Ist der Miss Kerl? Alter, wie gut er sich hier versteckt. Kann, wo kommt ihr her? Die ganze Umgebung ist voller von den Viechern.
Dich nehmen wir mit. Wo ist sie denn jetzt? Oh, da hat sie eine Pflanze breit gemacht auf ihrem Schatz. Das müssen Dendroschleime gewesen sein. Tja, wer hätte das geahnt? Ja, aber der schaut doch ganz knuffig aus. Das sind ja drei. Rock'n'Roll! No rest for the wicked. Fertig. Found it. It's this box. Glad it wasn't damaged in the explosions. Retrieval complete. Let's bring it back. Okay. Ich hätte mich auch porten können, ich weiß. Aber ich wollte es ein bisschen nach der Reihenfolge machen. In der Kiste ist bestimmt nur ein Bild drin. Ernsthaft, die sitzt jetzt da und wartet auf uns, oder was? Und liest ein Buch. You're back at last. The wait was exceedingly dull. I had intended to read a book to pass the time, but this one was just some ridiculous diary. Nothing of note in it at all. It dropped from Klee's backpack, so I thought it might contain some ancient knowledge, but... Never mind, Matt. So, did you find the box? We did. It's in perfect shape. That's wonderful. Wait a moment. Why isn't it locked? And why is it empty? Huh? Well, it's because I borrowed this box to store my treasures. Borrowed? But since you're here for the box, I took all my treasures out. That's why it's empty. You used it to store your things? Then where are the original contents of the box? That's what I want. Oh, you want the thing that used to be in the box? You should have said so. You haven't broken it, have you? No, it's not broken at all. It's the book in your hand. Ist es das Buch? What? This. So this book, this diary. Is that Hag's? It's her diary from 50 years ago? The thing she wanted back after 50 years was the dark history of her youth? Huh. I'm finished. No wonder that old woman said I should not look at it no matter what, or she'd rip me to shreds. Am I in trouble? It was you who said you wanted the box. You didn't say anything about the thing inside. I don't know anything. I'm leaving. Bye. Klee kann noch nichts dafür. Well, if you don't say anything, your master won't find out, will she? Impossible. Astrology can see through all lies. You've seen it yourself. Oh. After having spent all my mora to come to Mondstadt, not only have I gained no knowledge, but now I can't return. That's so sad. Maybe you could forget everything in that book and then go back. That's... too difficult. And even if I wanted to stay in Mondstadt, it would be... Teuer? Yes. I mean, no. You really have no way with... Well, then you'll just have to go back and face your master. Stop talking about it. I guess I'll have to... I'll just have to stay in Mondstadt temporarily. Once that old crone's reached the end of her days, I'll be free. Ich werde einfach warten, bis er abkratzt, Alter. Du bist zu einer erschreckenden Schlussfolgerung gekommen. But what will I do about my astrology research? No, wait. I don't even have a place to stay. About that. We can go ask Catherine at the Adventurers Guild. Let's see if she can help. The Adventurers Guild? Ah, right. You can do commissions for them in exchange for... You know what I mean, don't you? Ganz recht. Oh, thanks. I... Never mind, it's nothing. War es jetzt eigentlich schon? Ah, okay, ne, geht noch weiter. Ich glaube, dass die Alte am Ende auftaucht.
Sorry, aber ich brauche hier ein bisschen. Pech gehabt, Timmy. Oh, du kleiner Drecksvogel. Sag mal, wenn ich brenne, kann ich dann automatisch, wenn ich mit Ramona so mache, dann. Weil sie, die hat ja dann automatisch das Hydro-Ding. Ist ja dann automatisch das Feuer weg? Ad Astra Abyssos. Bla 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 bla. Oh, zwei Erkundungen entsenden. Stimmt, ich habe ja einen Haufen. Einsammeln. Ich habe fürs Kochen Haufen Zeug machen lassen. Außer bei ihm, da habe ich einfach nur wegen der Kohle. Lisa und Lie hat man. Haben wir hier noch. Schicken wir Bennett. Den da. Okay, passt. Achso, ja, da war ja irgendwas wegen der Mona. I see. There is a magic laboratory in Mondstadt that has been sealed by some unknown person. Das? Although we have a few specialists who could break the seal, they all have their own labs and aren't that interested in the matter. I believe that if the astrologist you mentioned can break the seal, the owner of that house wouldn't mind if she stayed there. Ich werde sie dorthin begleiten. Alright. Then allow me to tell you where the house is. Ich weiß doch, wo es ist. Alter, und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was das sein soll. Wie oft war ich da davor gestanden? Untersuchen. The person who placed the seal is by no means simple. Breaking the seal by force is nigh on impossible. Interesting. I suppose it's worth using my astrology on. Let me see. I see. So, if you first, and then you. All right, it's open. Das ging ja fix. Holy moly, that's amazing! Now we just need to go back to Catherine and you'll be able to stay here. No need, no need. You have my utmost thanks. Goth? You are? Oh, I'm Goth, the owner of this house. I passed by the Adventurers Guild a while back and Catherine told me about the matter. I never thought this troublesome seal would be dispelled so quickly. Does that mean I can stay here? Of course, of course. The facilities inside were just being left there anyway. But to express my thanks, I shall rent this building to you at the lowest possible price. Rent? I didn't hear anything about rent, and I helped out too. Yes, of course, I understand. I am most thankful to you for that. So rest assured that I will give you the best rates. I mean... Paimon thinks Mona's misunderstood something, but... Es scheint immer noch die beste Wahl zu sein. I guess I don't have any other choice. I'll rent this place. Great! Then we are agreed. I will go prepare the documentation. Please wait here. Thanks for your help. Also, well, I'm very sorry, but I won't be able to do what I agreed to help you with just yet. Without the necessary tools and without new knowledge, it will take me some time to see your destiny clearly. But I promise that I'll do a reading for you first thing once I'm ready. Wie du schon sagtest, diese Reise schadet niemandem. Thank you. Our traveling together was fate. And of the good kind, I'd say. I wish you both safe travels. As for me, I need to think of the future as well. How is she gonna make a living if she doesn't use astrology to make money? Maybe we should come back and check on her once in a while.
It would really be bad if she fainted from hunger in there. Können wir jetzt da eigentlich vorbeischauen? Oh, aber das mit dem Venti war irgendwie cooler. Oh, ich kann da echt rein. Bracket out. I'm doing experiments here. Oh, it's you. I'm currently running some tests related to your situation. I should see some results soon, so please wait patiently. Don't worry about me fainting from hunger. In any case, I figured out a way to make some money. Oh. Cool. Mich würde immer noch interessieren mit der Diona, Alter. Wo arbeitet denn die verdammt nochmal? Die ist doch hinter einem Bar, aber die gibt's doch nirgends. Nein, das wirst du nicht an die Tür hängen. Und warum zur Hölle steht der immer in dem verdammten Wasser? Na gut. Jetzt könnten wir uns 10 Dinger holen, aber wie gesagt, ich glaube, ich mag sie halt vom Aussehen her quält es mir auch, also so vom Style und alles. Von der Art her, so der Scheiße. Das ist doch kacke. Und ich werde garantiert keine Kohle dafür ausgeben. Figuren. 65. Genau, sie können wir nochmal schnell auf 70 hochhauen. So, dann machen wir da. Ja, komm. Fischl ist als nächstes dran. Oh mein Gott, 2 Dinger. Ui. Alter, Freundschaftsstufe 6 sind wir da schon. Stimme. Alter! What the fuck? Gedanken über den Aufstieg, Ende. Aufstiegsstufe 6 verfügbar. Warte mal. Stimme Brittany Cox und Ben Pronsky. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Alter, was? Ist das euer Scheiß? Ernst? Ernsthaft? Ich müsste auf Maximum haben, um das letzte freizuschalten. Wie schaut's mit Hintergrund aus? Göttliches Auge. Alter, wir müssten die Dinger schon fast mal lesen, aber. Schau mal, wie viel das ist. Ich könnte eine ganze Folge machen, nur um ein paar Hintergrunddinger vorzulesen. Okay, dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Das war die Quest mit Mona. Als nächstes gibt es ja noch, was war es? Legendenaufträge. Mit dem Zhongli ist der nächste, dann Taglia und Ganyu. Fuck, ich weiß nicht, ob wir das mit der Ganyu machen sollten. Am Schluss habe ich ja voll Bock drauf und muss ich die doch freispielen. Nee. Was sagt der Händler? Haben wir, glaube ich, gestern schon geschaut, ne? Also, für mich war es gestern, für euch eher nicht. Egal. Okay, also, danke fürs Zuschauen, macht's gut und Servus.